Hallo ihr Lieben, ich möchte euch Folgendes berichten. Mein Sohn Tyron spielte am 12.03. für den MSV Ludwigshafen Fußball. Nach seinem Fußballspiel ging er und ein paar Freunde seiner Fußballmannschaft in die Flurstraße auf den Hartplatz, um dort Fußball zu spielen. Unerlaubterweise. Es kamen Asylanten hinzu. Nach kurzer Zeit gab es Streitigkeiten wegen Faulen. Ein 14-Jähriger schlug meinem Sohn mit der Faust ins Gesicht. Tyron wehrte sich daraufhin. Vier weitere Asylanten gingen auf Tyron los. Seinen Freunden gelang es dann, drei davon herunterzuziehen. Der 14-Jährige und ein 17-Jähriger hingen weiter an Tyron. Der 17-Jährige ist der Bruder zu diesem 14-Jährigen. Der 17-Jährige hatte Tyron auf den Boden gedrückt und ihn mit seinen Händen den Hals zugedrückt, die Luft abgedrückt. Und der 14-Jährige hat währenddessen weiterhin im Tyron ins Gesicht geschlagen. Ganz dickes Gesicht, komplett blau, alles angeschwollen, Hämatome. Als die Freunde dann auch diese zwei von Tyron wegbringen konnten, riefen sie mich an und sagten mir, dass fünf Asylanten auf Tyron losgegangen ist. Der Tyron hatte ganz dickes blaues Auge, das ganze Gesicht ist geschwollen. Wir sollen kommen. Mein Mann hat dann die Polizei gerufen und hat gesagt, hören Sie zu, ich brauche einen Streifenwagen in der Flurstraße. Mein Sohn von 9 Jahren wurde von 14- und 17-jährigen Asylanten, insgesamt 5 Stück, aber im Alter von 14 bis 17, geschlagen. Polizeibeamte sagte zu meinem Mann, holen Sie Ihren Sohn, kommen Sie aufs Revier, machen Sie eine Anzeige. Mein Mann nur, okay. Mein Mann ging an seinen Schrank, holte seine Schreckschusswaffe raus, von Silvester, steckte diese ein. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen alle, wie es zurzeit in der Flurstraße aussieht, und es würde kein Mensch dort reingehen ohne Eigenschutz. Polizei haben wir ja versucht anzurufen, Call wollten nicht kommen, also hat mein Mann keine andere Möglichkeit gesehen. Sind wir ins Auto, also mein Mann und mein Kumpel, sind ins Auto gestiegen, sind rausgefahren in die Flurstraße, haben den Tyron geholt und ins Auto gesetzt. Dann haben sie es versucht, die Kinder zu finden, die das halt waren. Die Freunde von Tyron waren ja noch da. Die sind dann mit dem Sven und mit dem Kumpel hingelaufen, wollten das klarstellen. Dann kam die Mutter runter und die ganzen Jungs standen auch da. Die Mutter hat irgendwas die ganze Zeit herumgeschrien, hat man nicht verstanden, spricht kein Deutsch. Und die Kinder sprechen auch nur sehr gebrochen Deutsch. Innerhalb von 30 Sekunden standen da 20 Asylanten und aus den Fenstern sind Holzstöcke geflogen, Besenstiele. Und mein Mann, wie der 17-Jährige auf meinen Mann zuläuft, hat mein Mann die Waffe gezogen, aber nicht auf ihn gerichtet, sondern nur so zum Zeigen, dass es ein bisschen abschreckt. Was sagt der 17-Jährige? Tschüss, 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 tschüss. Mein Mann ganz verdutzt, steckt das Ding wieder ein und sagt, okay. 2 Minuten. Mein Mann läuft Richtung Auto. In der Zeit ist auch schon die Mutter von der einen Freundin von Tyron gekommen. Diese hat erneut die Polizei gerufen. Polizei hat gefragt, ja, ist aktuell gerade Schlägerei? Sie hat es bejaht, hat gesagt, ja, ist aktuell Schlägerei, Sie müssen schnell kommen. So, erst dann ist die Polizei gekommen. Mit 2 Krankenwagen. Weil diese Tochter hat auch was abbekommen. Der 17-Jährige hat sie genommen und gegen diese Eisenstange geschmissen. Die hat sich jetzt am Kreuz und an der Schulter verletzt. Sie saß in einem Krankenwagen. Der Tyron saß in einem anderen Krankenwagen. Verdacht auf Jochbeinbruch, Trommelfellriss. Wir waren dann 2 Stunden in der Klinik mit CT. Gott sei Dank. Starke Prellung, Hämatome, aber kein Bruch. Und das Trommelfell ist auch intakt. Der Polizeibeamte vor Ort hat gesagt, wir sollen uns nicht allzu viele große Hoffnungen machen wegen der Anzeige wegen Körperverletzung. Er denkt, es wird nichts bei rumkommen. So, wir zu Hause angekommen, gehen ins Bett, ganz normal.
Morgens um 8 Uhr klingelt's bei mir Sturm. Und es klingelt Sturm und es klingelt Sturm. Ich gehe ans Küchenfenster, schau, wer vor meiner Tür steht. Steht ein weißer Lieferwagen, schwarz getönte Scheiben, Mainzer Kennzeichen. Zwei Männer. Ja, gehört das Fahrzeug Ihnen? Entschuldigung, wir sind da dran gefahren, könnten Sie mal rauskommen. Also halt, Moment, ich schicke Ihnen meinen Mann raus. Mein Mann guckt, macht auch das Fenster auf, schaut auch nochmal raus und sagt, wie, Sie sind an mein Auto gefahren? Ja, wir sind da aus Versehen an Ihr Auto gefahren, ist ein kleiner Kratzer. Kommen Sie mal bitte raus. Das war ihm dann sehr suspekt. Er hat die Polizei gerufen, übers Handy und hat gesagt, hören Sie zu, gestern war ein Vorfall in der Flurstraße, jetzt steht ein weißer Lieferwagen, getönte Scheiben, Mainzer Kennzeichen vor meiner Tür, die Männer haben schwarze Handschuhe an. Wissen Sie da irgendwas? Nee, wissen wir nichts. Bleiben Sie in Ihrer Wohnung, ich schicke Ihnen einen Streifenwagen. Mein Mann ist in der Zwischenzeit mal so ins Treppenhaus und hat gesagt, hören Sie zu, ich kann Ihnen am Telefon Polizei geben. Der hat gesagt, wir sollen nicht aufmachen. So, dann war es denen wohl zu blöd, die machen die Westen auf, steht ganz groß drauf, Polizei. Aus dem Lieferwagen stürmen 8, 9, 10, keine Ahnung, Bundesgrenzschutz. Da standen sie mit ihren Armeetarnanzügen, mit ihren orangenen Schutzbrillen, total bewaffnet, bei uns vor der Haustür. Sven hat gesagt, ich gebe Ihnen die Polizei am Telefon, ich soll nicht aufmachen. So, nachdem aber mein Mann immer noch nicht diese Eingangstüre öffnen wollte, sind die Herren an die Ladefläche gegangen, holen einen Rambock und wollten die Tür aufbocken. Dann hat mein Mann die Tür aufgemacht, drei Beamte gehen hin, klatschen meinen Mann auf den Boden und verbinden seine Hände mit Kabelbinder. Dann, als sie ihn wieder hingestellt haben, haben sie mich angesprochen, haben sie eine Waffe. Ja, mein Mann hat gesagt, gar kein Thema, seine Schreckschusswaffe kann ich Ihnen geben. Für was das ganze Theater? Hätten Sie mich doch gleich gefragt, hätte ich sie Ihnen gegeben. So, das war's Lied. Ja, im Beschluss steht was ganz anderes. Tatsachen werden verdreht. Mein Mann wäre auf dem Spielplatz raus und hätte Familie aufgesucht und hätte einen 14-Jährigen mit gezielter, gehobener Waffe bedroht. Das hätte ja auch nicht gestimmt. Und die Anzeige von uns gegen diese Flüchtlinge wegen Körperverletzung an unserem Sohn ist in Frage gestellt. Bei uns machen sie so einen Aufstand, kommen hier morgens um 8 Uhr mit Bundesgrenzschutz eingelaufen wegen einer Schreckschusswaffe. Im Grundgesetzbuch steht drin, man hat Schutz auf Unversehrtheit. Ich bezweifle, dass mein Sohn aussieht, wie wenn er unversehrt ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte damit in die Öffentlichkeit gehen. Seit dem Vorfall, mein Sohn möchte wirklich auch nicht mehr alleine raus. Der möchte kein Fahrrad mehr fahren alleine. Er ist wirklich nur noch mit uns. Nachts, er hat Albträume davon. Er schläft sehr unruhig. Er schreit. Er kämpft im Schlaf. Er tritt und boxt um sich. Ich mache mir echt Sorgen um mein Kind. Und mein Mann hat jetzt eine Anzeige am Hals wegen Bedrohung. Ich weiß nicht, ob das eine Bedrohung ist, mal ganz ehrlich. Weil er hat nicht gezielt jemanden gedroht, sondern die eigentlich nur dabei gehabt zur Abschreckung. Was ja aber nichts gebracht hat, weil die hatten ja keine Angst. Ich bin echt überfragt. Mein Mann ist kein unbeschriebenes Blatt, er hat Bewährung. Wenn er so gehandelt hätte, wie er vor Jahren immer gehandelt hat, dann wäre das auch nicht so ausgegangen. Wir haben versucht, den normalen Weg zu gehen mit der Polizei, sie als erstes anzurufen. Und du wurdest von denen einfach im Stich gelassen. Und wir möchten nicht, dass mein Sohn, so wie der aussieht, als Einzelfall wieder in eine Schublade gepackt wird von 20.000 anderen. Weil so machen die das nämlich. Alles klein halten, nichts in die Öffentlichkeit gehen lassen, alles als Einzelfälle. Bitte, bitte, teilt dieses Video, schickt es irgendwie an eine Redaktion, wo noch Möglichkeiten bestehen, dass das veröffentlicht wird. Ich möchte, dass das rumgeht. Und ich möchte, dass es jeder mitbekommt. Ich danke euch vielmals, wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.